Die Produktinstallation ist ganz einfach. Sie brauchen keinen Experten. Alles, was Sie brauchen, ist ein Bandmaß, ein Stift, eine Feile, eine Wasserwaage, Klebstoff, eine Handsäge und eine Kelle. Es wird empfohlen, dass Sie Schutzausrüstung, Handschuhe und eine Schutzbrille verwenden. Da es in jedem Karton eine Vielzahl von Formen und Nuancen gibt, wird es empfohlen, vor Beginn der Installation die Produkte aus verschiedenen Kartons zu mischen, um eine Harmonie von Formen und Farben zu haben. Wenn Sie die Steine ausheben, ohne sie anzukleben, bekommen Sie ein besseres Gefühl dafür, wie die fertiggestellte Wand aussehen wird. Und es hilft Ihnen, bessere Entscheidungen bezüglich der Platzierung der Steine zu treffen. Vor der Installation stellen Sie sicher, dass Ihre Anlagefläche trocken und in gutem Zustand ist. Beginnen Sie die Installation in einer Ecke. Setzen Sie den Stein an seinen zukünftigen Platz und markieren Sie ihn fürs Schneiden. Schneiden Sie den Stein mit einer Handsäge auf der Rückseite, um Abplatzungen zu vermeiden. Für eine bessere Klebkraft wird es empfohlen, die Rückseiten der Platten mit einer Drahtbürste anzukratzen. Bringen Sie den Kleber auf die Rückseite des Steines auf und befestigen Sie ihn an die Wand mit einer Vor- und Rückbewegung. Es ist wichtig, mit einer Ecke oder mit dem Ende der Wand zu beginnen. Verwenden Sie eine Wasserwaage, um sicherzustellen, dass die Reihen gerade sind. Wiederholen Sie den Vorgang für die anderen Steine. Wenn Sie eine neue Zeile beginnen, sollen die Steine eine Verschiebung zu den unteren Steinen haben. Dies wird das Aussehen der fertiggestellten Wand verbessern und ein natürlicheres Aussehen gewähren. Nach Abschluss der Installation wird es empfohlen, ein wasser- und ölabweisendes Produkt anzuwenden, um die Wartung der Steine zu erleichtern.